Juti, so, jetzt mal ein bisschen Verspätung. es gab ein paar Soundprobleme. Ich hatte den Grafiktreiber geupgradet, aktualisiert. Leider gab es mit dem wieder Soundprobleme. Leider, leider. Deswegen musste ich jetzt nochmal kurz den Stream unterbrechen und einen alten Grafiktreiber installieren. Hat aber nicht allzu lange gedauert, deswegen jetzt geht's weiter. Ist ein bisschen was geplant. Keine Zeit verlieren. So, und zwar gab's hier, ich hatte letztes Stream, also gestern, versucht, die ganzen Nebenquests zu machen, damit ich die Hauptquest machen kann. Aber ich habe jetzt hier gesehen, hier gibt's noch zwei Nebenquests. Dementsprechend mache ich die natürlich erstmal. Und dann geht's zur Hauptquest. So. Also. Übrigens, ich wünsche euch jetzt nochmal einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Wochenanfang. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ich habe dich seit der Schlacht beim Hain nicht gesehen. Wie geht es dir denn? Ich sah dich auf den Flügeln der Zehn fliegen. Und Regalas Armee mit Blitzen lähmen. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Vielen Dank auch. Ich bin es, der dir danken sollte. Da ist etwas, das ich mit dir besprechen wollte. Das ist persönlich, wenn du einen Moment Zeit hast. Klar. Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Gaia sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun? Du möchtest dir einen neuen Arm machen. Ja. Gaia meint, ich könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Klar. Das könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Ich muss gehen. Aber ich stelle schon bald allen den Plan vor. Verstanden. Okay. Ich rufe dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Geil. Ja, gerne. Dann, ne? Er braucht seinen neuen Arm. Achso, was mir gerade aufgefallen ist, ist V-Sync eigentlich an? Na, lass aus. So, weil das Tearing geht mir ein bisschen auf den Sack. Ehrlich gesagt. Und ich habe gesehen, es hat sich natürlich ein bisschen was geändert. Okay, das scheint aber alles hier soweit gut zu sein. So. Ja. Wahrscheinlich beim Neuinstallieren des Grafiktreibers hat sich ein bisschen was verändert. Aber jetzt, ja, mal gucken, wie es läuft. So, jo, der möchte einen neuen Arm. Wir besorgen ihm einen neuen Arm. Wie das rauscht. Weil er hilft uns, dann können wir ihm ja auch helfen. Ach, Quatsch. Nee, ich muss gerade einen Arm besorgen. Ist ja so alles, was dafür notwendig ist. Genau, das war ja da oben. Die Furche. Ich glaube, hier nichts. Das ist ein nächste Lagerfeuer, was ich habe. Okay, krass. Krass. Aber ich habe ja meinen Piepmatz. Mit dem kann ich schneller hinfliegen. Echt, war das so weit oben, das Versteck?
krass. Aber gut. Wundert mich, dass hier kein Lagerfeuer in der Nähe ist. Also da. Da ist ein Unterschlupf. Aber gut, ich glaube, ich brauche nicht nochmal hier hochzukommen. So, hier unten können uns egal sein. Wir können einfach rüberfliegen. So. Hier ist das Zenith-Labor. Wie konnte ich nochmal landen? Ich glaube, dort drin die Bauteile für einen neuen Arm finden zu können. Ich sollte ihn kontaktieren, dass ich hier bin. Hey, Cotallo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Top. Aloy, danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest, und die Datenbank dort drin. Mhm. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Wir müssen uns beeilen, falls die Zeniths uns beobachten. Okay. Verstanden. Da warten bestimmt diese neuartigen Viecher. Wo geht's hier lang? Oder? Ja doch, muss ja. Ja doch, als ich Beta rausgeholt habe, da warteten ja zwei von den Viechern da auf mich. Alles okay? Ich schaff das. Mit einem Arm klettern ist natürlich schwierig. Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Ja klar. Boah, natürlich ist ein... Okay. Oh. Oh Gott. Du hast mich unterschätzt. So. Okay, ich habe alle Sachen abgeschossen. Passt. Zum Labor geht's durch diesen Tunnel. Komm. Gut, ich bin also noch drin. Wobei es ja, ich meine, ich habe gestern erst gespielt. Wäre ja komisch, wenn ich das jetzt auf über die Nacht gelernt hätte. So, alles mitnehmen. So. Genau, ging es hier runter, genau. Ich erinnere mich. Das stammt vom Feind. Schwer zu glauben, aber ja. Einfach runterrutschen. Weil du müsstest dann doch jetzt leer sein, oder? Nee. Dieser Jägerkeller bedeutet. Oh, natürlich treffe ich nicht. Vorsicht! Sie ist sogar mit fehlenden Teilen gefährlich. So. Beeilen wir uns lieber. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Geh voraus. Ja, die Sachen nehme ich aber hier noch mit. Ganz wichtig. Ich habe da hinten auch noch jemanden gesehen. Ist hier links lang gelaufen, ne? Oh, ich bin so schlecht. Ja. Gut.
Mein Gott. So. Ist es das da unten? Ja, wir sollten schnell darunter. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Siehst du irgendetwas? Val sagte, Beta war in einer dieser Kapseln. Wie furchtbar, in sowas eingesperrt zu sein. Alte Vorratskiste. Kaum Platz zum Atmen. Da auch. Hier wird schon gleich ein Kampf sein, die lasse ich jetzt mal da. So, hier oben habe ich was gesehen, oder? Ja, da. Okay. Nix. Na gut. So, hier ist eine kurze Zugriffskonsole. Oh. Okay, ich glaube, ich habe keinen Code. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Ach, da. Dann sind da drin hoffentlich Antworten. Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Was ist mit den Bauteilen? Sie sind bestimmt irgendwo auf... Phantome! Kämpf mit Ehre! Ja, Phantome, wusste ich doch, dass da welche sind. Ja, deren Schwachstellen sind auch sehr schwer zu treffen, tatsächlich. Also letztes Mal musste ich nur gegen einen kämpfen hier. So nah ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Au. Oh Gott. So, weg mit dir. Wo ist denn der zweite? Oh no, ich häng fest. Au. Lass ihn nicht entkommen. Wieso liegt schon wieder mein Ohr, mein Auge? So. Die Sinets könnten Verstärkung schicken. Werden wir fertig und dann raus hier. Die Bauteile unbedingt. Irgendwo im zweiten Stock sein. Bin gleich hinter dir. Wo ist denn der eine hin? Ist jetzt hier runtergefallen? Ich hoffe nicht. Nee, doch, muss ja. Och nö. Ärgerlich. Na gut. Jetzt kann ich hier schön die Kisten looten. Genau, Phantome hießen die. Aber ich wusste ganz genau, dass da welche kommen. Das war doch klar. Es war so klar. So.
Wir müssen die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschungen mehr. Gute Idee. Wäre zu wünschen. Okay. Gut, hier ist nichts weiter. Eine Lüftung. Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Mhm. Moment, hier geht es nicht weiter. War das nicht der Weg? Hier ist ja irgendwas mit Lüftung gesagt. So, von dort aus kam ich. Bitte sag mir, dass die Teile da drin sind. Ah, da komme ich nicht rein. Klar. So, da geht's auch nicht lang. Ach, da. Manchmal sollte man auch an die Decke gucken. Schön in jede Richtung gucken. Die Bauteile müssen hier irgendwo sein. Na, bestimmt hier, oder? Nö. Oder hier? Aha, aufbrechen. Zenith-Bauteile. Ich sollte sie zu Cotallo bringen. Venus. Und jetzt weg damit. Bam. Top. Hast du sie? Bauteile? Siehst dir an. Ich danke dir, Aloy. Stimmt was nicht? Ich habe nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Müßige Gedanken. Das kann bis zur Basis warten. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. In Ordnung. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den Zehn. Aber eigentlich möchte ich jetzt auch zurück. Ja, genau. Zur Basis zurück. Kann ich eigentlich, ja, kann mich einfach wieder zurückporten. Ich sollte mal wieder, ein paar Packs, zusammencraften, oder? Ich habe nur noch eins oder zwei. Ja, nur noch zwei. Zack, 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 zack. So, das sollte reichen. Habe ich eigentlich auch so eine Truhe mit Auffüllen? Werkbank, Maschinenstreit, mein Vorrat. Yes. Habe ich. Alle Kategorien auffüllen.
Hier liegen wieder ein paar Teile. Ne, die kenne ich doch schon alle, die ganzen Sachen hier. So, das Zimmer von Wahl, das ist das. Hier sind jetzt lauter Quen-Sachen. Bestimmt von Alva. Wo ist das Zimmer von So und cool. Hier, oder? Ja. Da ist sie. Die kleine Figur. Wie war der Fotomodus? Ah, Fotomodus. Ah, die Beleuchtung ist hier nicht so schön. Auf jeden Fall süß. Die kleine Figur. So. Die Zelle unten einzustecken. Cotallo, zeig mal, was du hast. Zeig mir deinen neuen Arm. Und bereiten den Krieg vor. Du wolltest über deinen Arm sprechen? Genau. Es ist Zeit, ihn zu testen. Und ich will, dass du dabei bist. Okay. Wie sollen wir das machen? Nicht wie. Wo? Treffen wir uns dort, wo wir Regalas Bebenzahn erlegt haben. Genau in der Flussbiegung. Klar, wenn du willst. Aber ich weiß nicht, ob ich's verstehe. Das wirst du, wenn wir dort sind. Versprochen. Ich gebe Bescheid, wenn ich in der Nähe bin. Ich danke dir, Aloy. Okay. Wie gesagt, mögen die Zehen deinen Weg leiten. Ups. Wo ist das nochmal? Da. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er daraus gebastelt hat. Wollte Cotallo seinen neuen Arm ausprobieren. Auch wenn er nicht genau gesagt hat, wie. Ich sag ihm lieber, dass ich hier bin. Hey, Cotallo. Ich bin am Treffpunkt an der Bebenzahnstätte. Willst du den neuen Arm testen? Ich bin gleich da. Danke fürs Warten. Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Nein, noch nicht. Folge mir bitte. Hallo Brachio. Alles klar bei dir? Wie geht's, wie steht's? Du hast mich mit deinen Plänen fürs Bollwerk auch zappeln lassen. Frech. Und jetzt räche ich mich. Erzähl's mir doch einfach. Ganz gut und dir? Das ist doch schön. Mir geht's auch gut. Wieso verschweigt er mir, was er vorhat? Hier ist es. Was ist das hier? Siehst du gleich. Komm. Was will er denn? Ich bin noch da. Okay, raus damit, Cotallo. Der Test für meinen Arm. Ist das. Er bedroht das Tal schon lange. Hat viele so. Vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Oh yeah. Der hat aber nur 4 Finger. Das ist dir schon klar, ne? Wie viel hast du noch vor dir? Nicht mehr viel tatsächlich. Nach dir. Ich mache gerade jetzt noch eine von 2 Nebenquests. Die ist, denke ich mal, gleich vorbei. Dann habe ich nämlich im Hauptquartier noch eine Nebenquest. Und dann mache ich die Hauptquest. Und ich glaube, die ist nicht mehr lange, weil das ist kurz vor dem Endfight, sage ich mal. Also die Hauptstory, die ist das Hauptgame, habe ich, glaube ich, dann bald durch. Vielleicht schaffe ich das heute noch. Und dann ist ja dann noch das DLC dort. Wie lang dann ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber auf jeden Fall nicht mehr allzu lange. Oh Gott. Au. Eine
Oder ist er das mit dem Blitzen? Ich glaube schon. Autsch. So. Nice. Hast du schon einen Plan, was du danach spielen willst? Habe ich. Den habe ich. Das wird meine Kindheit gespielt. Kann man das so sagen? Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist, wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Doch die übrige Zeit bin ich einfach nur ich selbst. Der ist ein Simulator. Ich danke dir für deinen Beispiel. Das wäre weird. Als Zeichen unseres Sieges. Irgendwie auch lustig. Danke. Dann sehen wir uns. Mögen die Zehn mit dir sein. Möge die Zehn mit dir sein. Die Zehn Finger oder was? So, das war die erste Quest. Oh, da ist noch was Lilanes. Das nehme ich natürlich mit. Und noch was Lilanes. Das nehme ich natürlich. Und was Orangenes. Das nehme ich sowas von mit. Nicht klettern. So. Das stimmt, seine 10 Finger könnten das nicht sein. Das ist richtig. plump, aber wahr. Seine 10 Zehen könnten es sein. Oder seine 10 Zähne. Wobei, ich glaube, der hat ein bisschen mehr als 10 Zähne. So, dann nehme ich noch die andere Nebenquest mit. Und dann geht es mit der Hauptquest weiter. Die sind nicht vorhanden. das war Schnellreise, genau. Schnell zurück. Was heißt schnell? Aber kann ich verstehen, dass er den nicht tragen möchte die ganze Zeit. Von wegen, das macht ihn nicht aus, das ist er nicht. Kann ich verstehen. Aber cool, dass er das dann bei Bedarf dann trotzdem nutzt, weil er weiß oder sieht, wie stark das ist. Er soll sich natürlich nicht zu irgendwas drängen, was er gar nicht möchte. So, was möchtest du denn, Alva? Du bist geflogen. Cortalo hat's erzählt. Und hast Regalas Maschinen ausgeschaltet. Oh, weißt du was? Ich weiß gar nicht, wieso mich das überrascht. Wie ich sehe, haben wir Besuch. Und eine neue Waffe. Heißt das, wir sind bereit, die Sinis herauszufordern? Mhm. Fast. Oh, und falls du kurz Zeit hast, ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Klar. Du meintest, du benötigst Hilfe bei etwas? Ja. Ich bin hilfsbereit. Also, als ich Daten aus dem Treibhaus durchsah, stieß ich auf Hinweise auf ein System der alten Welt im großen Delta. Es nennt sich Leviathan. Meine Leute entdeckten es vor Jahren. Ein weitläufiges Netz aus Flusstoren und ein Labyrinth unterirdischer Tunnel. Das klingt erstmal nicht so gut. Dass die Alten es gegen Fluten nutzten. Aber wir bekamen es nicht in Betrieb. Das ganze Ding ist abgeschaltet. Aber die Daten aus dem Treibhaus erwähnen die Forschungsanlage, in der Leviathan geschaffen wurde. Sie ist in San Francisco. Noch eine Pharaoh-Anlage? Nein. Leviathan ist ein Projekt von... Die Frage ist, wenn da jetzt Gase austreten würden, wären das dann Treibhausgase? Wenn wir die Daten beschaffen, können wir vielleicht das System im großen Delta reparieren. Jedes Jahr hat meine Schwester Angst, wenn die Regenzeit beginnt. Mit Leviathan braucht sie das vielleicht nicht. Okay. Wo genau in San Francisco steht die Anlage? Das ist es ja. Aus den Daten geht nicht hervor, wo genau.
Natürlich aber nicht. Einer unserer Wahrsager hat die Ruinen erkundet. Vielleicht weiß er's. Kommst du mit mir? Ich glaube, wo immer die Anlage steht, also, du kannst Maschinen viel besser bekämpfen als ich. Natürlich. Ich gebe Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Danke, Aloy. Mach ich. Erkunden wir die Tunnel. Das klingt aber sehr nach Tauchen. Leider. Wie gesagt, ich gebe dir Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Wir finden die Daten, die du brauchst. Ich danke dir. Yes. Das machen wir. Landfall. Das lag. Let's go. Let's go to Landfall. Today. Hey, Alva, ich bin in Landfall. Kannst du herkommen? Ich komme, sobald ich kann. Aloy, ich bin hier. Musste ein paar Maschinen ausweichen, aber hab's geschafft. Sehr gut. Alles klar. Bereit für den Wahrsager? Ja. Er ist gleich da drüben. Wahrsagerin Alva, was machst du wieder in Landfall? Und mit der lebenden Ahnen? Wir suchen das Ed-Bay-Forschungszentrum, wo Leviathan entwickelt wurde. Dem Vermächtnis nach ist es irgendwo in der Stadt. Alva erwähnte, dass du in der Gegend Daten sammelst. Weißt du, wo es ist? Ja, ich war zufällig da. Aber da gab's keine Daten, nur bröckelnde Ruinen. Sag's uns trotzdem. Vielleicht finden wir was, das dir entgangen ist. Bitte, macht euch keine Mühe. Seid versichert, wir haben gründlich gesucht. Du verbirgst doch etwas. Was? Das ist absurd. Ein Wahrsager darf nur die Wahrheit sagen, wie du weißt. Du hast Angst, etwas Schlimmes gefunden zu haben. Etwas, das Aileen Sasaki kompromittiert? Doch, nicht so laut. Hör zu. Ich versteh's ja, Nirik. Du willst zurück zu deiner Familie und da ist es sicherer wegzuschauen. Aber denk an Leviathan, wie es allen helfen könnte. Sind wir nicht deshalb hier? Wir dürfen nicht aus Angst lügen. Also gut, die Anlage liegt südlich von hier am Ufer. Doch, selbst wenn ihr Leviathan reparieren könnt, sind die Umstände doch garantiert verboten. Zu oft ist die Wahrheit verboten. Na los, gehen wir. Ja. Leviathan klingt für mich erstmal nach einem riesengroßes Monster. Ich weiß nicht wieso. Aber ist so. Du warst sehr gut mit dem Wahrsager. Du hast dich sehr verändert. Nirik ist wie ich früher. In Panik vor einem Fehltritt. Und bei den Aufsehern hat er allen Grund dazu. Was ich seit dem Treibhaus erfahren habe, ist so viel mehr als das, was uns erlaubt ist. Wahrsager sollen die Wahrheit sehen. Cool. Und doch wird uns so viel verheimlicht. Ich bin es leid. Verstehe ich. So, die nehme ich mal noch mit. Da vorne müsste die Anlage sein. Wie kommen wir da rein? Hier oben. Tja, das mit den bröckelnden Ruinen war jedenfalls keine Lüge. Ich sehe mich mal um. Aloy, wieso bebt der Boden? Was es auch ist, es ist nichts Gutes. Ja. Wow, das Ding ist riesig. Wir müssen es erledigen, wenn wir die Daten wollen. Okay. Ich helfe dir. So, ich hab seine Aufmerksamkeit. Die Zelt auseinander!
Bam. Oh Gott. Hey. Naja, ich kann weitermachen. So, einmal. So. Nächstes Ding. Au. So macht man das. Glaube ich, ein bisschen nah. Aber kein Problem. So. Die beiden Dinge habe ich jetzt weg. Oh Gott. Nice. Erledigt. Also, heute Nacht habe ich Albträume. Jetzt sollten wir uns nach den Daten umsehen können. So kommen wir nicht rein. Könnte durch den Schlängelzahn eingestürzt sein. So, das eine. Da sind sogar die beiden Sachen, die abgefallen sind. Sehr gut. Ich werde noch ganze Heilung hier einsammeln. Okay. Ja, ein Schlängelzahn hält mich nicht auf. Ah, hier können wir noch rein. Finde ich keinen Halt. Vielleicht kann ich diesen Schacht auftreten. Auftreten? Ja. Hier durch. Nach dir. Lust auf Schwimmen? Zumindest ist das Wasser nicht eiskalt. Hm. Schau dich um. Ich stelle mir immer vor, wie es zu Zeiten der Alten hier wohl gewesen sein muss. Ja. Weniger mühsam, schätze ich. Komm, sehen wir oben nach. Ja, kommt drauf an, ne? Weniger mühsam? Weiß ich jetzt nicht. Da, eine Konsole. Bestimmt hat Nirik die entdeckt. Mal sehen, ob etwas über Leviathan da ist. Oh. Aber was für eine Konsole meinst du denn? Ich sehe keine Konsole. Ach, hier. Keine Daten über Leviathan, aber dafür eine Art Protokoll. Die Datenbank löschen? Aber Miss Sasaki, die Berichte zeigen es doch. 3000 zeigen Symptome. Über 400 Tote. Die Daten sind eindeutig. Omuramba verseucht die Wasservorräte und fördert das Bakteriumwachstum. Und da Leviathan denselben Aufbau besitzt... Du bist doch clever. Klassenbeste, richtig? Mein Vater schuf diese Firma mit Hilfe von Weltklasse-Talenten wie dir. Und weißt du, was noch Weltklasse ist? Unsere Rechtsabteilung. Wenn du also nicht den Rest deiner Karriere in einem unterfinanzierten öffentlichen Forschungsinstitut verbringen willst, löschst du diese Datenbank.
und schickst alle Daten über Leviathan an mein Büro. Ja, Ma'am. Das war sie. Die Ahnin. Eileen Sasaki. Hunderte Tote. Und sie wusste, dass ihr System schuld war und ließ es einfach vertuschen. Waren die Ahnen alle so? Selbstsüchtig, skrupellos, ohne Moral? Und wir verehren sie als Inbegriff von Erkenntnis und Tugend. Nach diesen Informationen funktioniert Leviathan vielleicht gar nicht. Warte, lass uns noch nicht aufgeben. Du hattest doch gesagt, dass die Alten mit Leviathan Überflutungen kontrollierten. Also, funktionierte es wohl doch. Wir wissen mehr, wenn wir die Daten finden. In der Aufnahme war von einer Kopie an Eileens Büro die Rede. Im Hauptquartier des Unternehmens. Dort. Oh. Na gut. Gehen wir. Wir sollten nicht lange bis zum Turm brauchen. Geh voraus. Es heißt also wieder Wolkenkratzer besteigen. System, das erwähnt wurde. Omuramba? Dem Vermächtnis zur Folge der Vorgänger von Leviathan. Ein System zur Wassersteuerung, um karge Wüsten fruchtbar zu machen. Die Quen scheinen viel über diese Ahnen zu wissen. Die Wahrsager versuchten jahrelang, Leviathan wiederherzustellen. Der Eingang ist blockiert. Dabei wir brauchen die auf einen anderen Daten Weg rein. Über Eileen Sasaki. Die Soldaten bauten einen Pfad bei der nahen Ruine. Vielleicht kommen wir von dort hinüber. Geh voraus. Okay. Wir müssen höher klettern, um in den Turm zu kommen. Kriegen wir hin. Dann mal hoch. Doch richtig oder nicht? Ach, da geht's auch noch. Okay. Ah. Ich verstehe. Kommst du zurecht, Alva? Ja. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube nicht, aber wie wir müssen uns vorsehen. Rüber? Der Balken sieht vielversprechend aus. Habe ich zum Glück noch im letzten Moment gesehen. Das ist ja viel höher, als ich dachte. Ich bin auch wirklich dumm, ne? Naja. Grauhabichte. Wir könnten sie überrumpeln. Oder uns vorbeischleichen. Und, naja, nicht vom Turm fallen. Ein Überrumpeln natürlich. Das war's. Okay, der hat es eigentlich nicht mitbekommen. Nehme ich gerne an. Unsere Soldaten sagten, Grauhabichte sind die schlimmsten. Ja, sind sie auch. Hier hinauf. Ich hasse sie. Alles, was fliegt.
Jedenfalls, was die Maschinen betrifft halt, ne? So Vögel, die finde ich nicht schlimm. Enten fliegen ja auch. Also, die gehen. Aber Fliegemaschinen, die sind nervig. Wir sind wirklich hoch oben. Ja. Hast du ein Problem damit? Alva. Sieh nur nicht runter. Genau. Natürlich. Wir sollten rüberkommen. Aber wir müssen wohl. Das klingt ja gar nicht gut. Du zuerst. Ich muss zuerst diesen Schuss wegschaffen. Mhm. Okay. Ich sollte es auf die andere Seite schaffen. Boah, das war knapp. Okay, Alva, du bist dran. Okay. Ja. Ich sehe lieber zu, dass Alva es rüber schafft, bevor ich mir das ansehe. Okay, hier gibt es keinen Schlüssel. Komm schon, Alva. Du schaffst das. Das klappt schon. Bitte brich nicht. Ah! Alva! Oh, alles gut. Gut. Oh, wow. Da geht's echt tief runter. Oh, die Tür ist... Geht's dir wirklich gut? Ja, alles okay. Gehen wir weiter. Aber hier ist doch kein Code. Also hier stand kein Code drin. Dementsprechend wurde ihr Passwort zurückgesetzt, ja. AdBay Gründungsdatum, Monat und Jahr. So, seid ihr zufrieden, ihr Security-Trottel? Ah. Hier steht, der Code ist Monat und Jahr der Unternehmensgründung. Dem Vermächtnis zufolge war das im Oktober 2023. 10. Okay. Aha. Jetzt müsste die Tür auf sein. Sehr gut. Vielleicht sind die Leviathan-Daten hier. Kostensenkungsstrategie? Wir reden hier von Menschenleben. Bei Umuramba habe ich gehorcht. Aber das ist... schlimmer. Ganz ruhig, Eileen. Das Risikomanagement weiß Bescheid. Sie meinen, dass die Chance eines weiteren Zwischenfalls in akzeptablem Rahmen liegt. Wir machen weiter mit Leviathan. Weißt du, Dad, Einsparungen rächen sich immer irgendwo. Ob in akzeptablem Rahmen oder nicht. Tja, eines Tages in ferner Zukunft, wenn du das Sagen hast, kannst du tun, was du willst. Doch bis dahin, lass das doch meine Sorge sein, ja? Eileen und ihr Vater waren nicht immer einer Meinung. Aber die Umuramba-Vertuschung war wohl nicht ihre Idee. Das ist egal. Sie hat trotzdem mitgemacht. Na, gehen wir weiter. Ihr Büro muss weiter oben sein. Sackgasse. Im Schacht ist eine Leiter... Aber er ist blockiert. Vielleicht kann ich den Schutt aus dem anderen. Ja. Mal sehen, wohin das führt. Oha. Mach du ruhig. Ich suche mir einen Weg, auf dem ich nicht so schnell in den Tod stürze. Okay. Okay. Hey, Alva? Ja? Eines verstehe ich nicht. Du sagtest, Eileen hätte Leviathan gebaut, nicht ihr Vater. Was ist also passiert? Ich weiß nicht. Das Vermächtnis sagt dazu nichts. Das Wissen ist entweder verloren oder verboten.
Oder vielleicht irren wir uns auch da. Ja, vielleicht. Ach da. Kommst du voran? Yes. Aloy? Ja, es ist bloß ein weiter Weg. Sinnlos, den Zugwerfer zu nehmen. Ach so. Das ist halt wirklich verdammt hoch. Was? Was soll das denn jetzt hier? Komisch. Nein. Nein. Hallo, was machst du, Aloy? Oh. So. Gut. Was ist mit dir, Alva? Schon einen Weg gefunden? Noch nicht. So. Endlich geschafft. Ja. Ich bin wieder bei den Schächten. Wenn ich den Feuerglimmer sprenge, könnte der Aufzug abstürzen und einen Weg freimachen. Hey, Alva? Geh mal von dem Schacht weg. Oh, wow. Oh, jetzt komme ich an die Leiter. Bin gleich da, Aloy. Darüber scheint noch ein Stockwerk zu sein. Könnte Aileens Büro sein. Okay, wir treffen uns. Okay, Alva ist auf dem Weg. Noch ein Lagerfeuer? Okay. Oh, noch eine versperrte Tür. Wir müssen den Code knacken. Diese Artefakte. Ich glaube, die gehörten Aileen. Jeder... Geschafft! Jeder Wahrsager träumt davon, ein Artefakt eines Ahnen zu finden. Und vielleicht helfen sie mit der Tür. Sieht wie eine Art Prototyp aus. Zur Wasseraufbereitung. Das muss der H2-Flow sein. Der was? H2-Flow. Die frühen Erfindungen hatten seltsame Namen. Okay. Das ist Kunst, glaube ich. Ist das der gleiche Code nochmal? Ja, ich glaube, das wurde zum 25-jährigen Firmenjubiläum in Auftrag gegeben. Der Code von unten funktioniert nicht. Vielleicht sollte ich mir diese Artefakte ansehen. Muss der Larsen McCurry-Preis sein. Dem Vermächtnis nach gewann Aileen ihn mit 40. Für ihre Arbeit an Leviathan. Interessant. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Was bringt mir das? Nochmal? Der H2-Flow. Wie alt war Aileen, als sie diesen Preis bekam? 40. Wie alt war Aileen nochmal, als sie den gewann? 40, 2. Wozu wurde das Ding nochmal gemacht? Zum 25-jährigen Firmenjubiläum. 40, 2, 25. Das muss die Libelle 6 sein. Edway nutzte sie für die meisten ihrer Bauprojekte. Die Libelle 6 war ihr erfolgreichstes Modell. 40, 2, 25, 6. Das hat nichts gebracht. Hä? Ich dachte, das würde klappen.
Haben wir etwas übersehen? Wie alt sagtest du, Eileen, als sie den gewann? 40. Wie hieß dieses Ding nochmal? Der H2-Flow. All die Zahlen, die du genannt hast, ob die vielleicht den Code ergeben? Probieren wir's. Wozu wurde das Ding in Auftrag gegeben? Zum 25-jährigen Firmenjubiläum. Scheint auf dem letzten Sockel gestanden zu haben. Auf dem letzten. Okay, also 40 Jahre H2 Flow und dann die 6 und dann 25. Okay. Vielleicht waren die auf gegenüber. Von hier oben sieht man fast die ganze Stadt. Eckbüro. Tolle Aussicht. War wohl Eileens. Mal sehen, ob die Leviathan-Daten hier sind. Nicht schlecht. Nicht schlechter Specht. Tja, es ist offiziell. Eileen Sasaki, CEO, Vorsitzende und schlimmste Tochter der Welt. Die Security musste Dad zum Word bringen. Ab jetzt kommunizieren wir wohl nur noch per Anwalt. Betrachtet man die Welt von hier oben, sieht man kaum Details. Menschen werden Risikofaktoren. Statistiken. Viel zu leicht. Omuramba sollte sauberes Wasser liefern. Lebensqualität. Es war leichter, das Problem einfach zu ignorieren. Leichter, die Lüge für wahr zu halten. Aber ich will nichts mehr vortäuschen. Bei Leviathan mach ich's richtig. Keine Einsparungen. Keine Lügen, um den Schein zu wahren. Das tilgt unsere... meine Sünden nicht. Aber vielleicht können wir doch Gutes tun. Sie stürzte ihren Vater und übernahm die Firma, damit Leviathan niemanden umbringen würde. Es klang, als hätte sie die Omuramba-Vertuschung bereut. Sie war nicht perfekt. Kein Vorbild, wie die Quen glauben. Aber auch kein Monster. Sie wollte ihre Fehler wieder gut machen. Jetzt kennst du die Wahrheit. Was die Daten angeht... Leviathan... Ja, alles hier. Ich lade eine Kopie runter. Stimmt etwas nicht? Ich glaube, ich bleibe noch etwas länger. Hier sind noch andere Daten, die ich durchsehen möchte. Sicher, dass du alleine klarkommst? Runter geht's leichter als hoch. Wir sprechen uns an der Basis wieder. Okay. Yep. Wir sehen uns dort. Nach dieser Kraxelei könnte ich auch hinabgleiten. Und du willst... was? Nur so ein Gedanke. So, wohin fliege ich? Einfach mal hier lang. Einfach kurz die Aussicht hier genießen. Ist schon echt schön. Ist schon crazy. Ist schon crazy. So.